Einst kam die Diagnose Querschnittlähmung einem Todesurteil gleich. Noch Anfang der 40er Jahre starben 80% der Menschen, die eine Verletzung des Rückenmarks erlitten hatten, binnen weniger Wochen an den Folgekomplikationen. Es gab keine Therapie für diese nach den Vorstellungen dieser Zeit tödlich verwundeten Patienten. Sie wurden lediglich sediert und bis zu ihrem Tode gepflegt. Die Lebenszeit von querschnittgelähmten Menschen entspricht heute weitestgehend den normalen Lebenserwartungen. Ein Verdienst der außergewöhnlichen Leistungen, nicht zuletzt eines Mannes, Sir Ludwig Gutmann. Ludwig Gutmann wurde 1899 im oberschlesischen Tost als einziger Sohn der jüdischen Familie Gutmann geboren. Im Krankenhaus von Königshütte, wo er als freiwilliger Pfleger während des Ersten Weltkrieges tätig war, begegnete er erstmals einem querschnittgelähmten Patienten. Der junge Kohlenminenarbeiter verstarb 5 Wochen später an den Komplikationen. Dieses Erlebnis in der Klinik habe, wie er später erzählte, seine Berufswahl wesentlich beeinflusst. Er arbeitete nach seinem Studium in Breslau und Freiburg am Wenzel-Hanke-Krankenhaus in Breslau und wurde 1933 mittlerweile als Chefarzt aufgrund des nationalsozialistischen Berufsverbots für jüdische Ärzte entlassen. 1938, während der Judenverfolgungen der Reichskristallnacht, nahm er ohne zu zögern 64 Juden als Patienten auf und konnte somit 60 von ihnen vor der Verhaftung bewahren. Ludwig Gutmann kam in London in Kontakt mit der Society for the Protection of Science and Learning, die jüdischen Wissenschaftlern und Ärzten die Einreise in das Vereinigte Königreich ermöglichte. Im März 1939 emigrierte Ludwig Gutmann gemeinsam mit seiner Frau und den beiden Kindern nach England. Mit Hilfe der Schutzgemeinschaft fand er zunächst eine Anstellung in einem Forschungslabor in Oxford. Nachdem er 1941 eine Arbeit über die Behandlung von Rückenmarkverletzungen verfasst hatte, machte er auch mit seiner Kritik an der Behandlung von Querschnittgelähmten in England auf sich aufmerksam. 1943 erhielt er von der britischen Regierung den Auftrag, eine erste Spezialabteilung zur Behandlung von Querschnittgelähmten im Stoke Mandeville Hospital in Aylesbury nahe Oxford aufzubauen. In der Folge war die Abteilung fast ausschließlich mit der Behandlung querschnittgelähmter britischer Soldaten des Zweiten Weltkriegs beschäftigt. Gutmann formte Ärzte, Therapeuten und Krankenschwestern zu einem interdisziplinären Team und revolutionierte gegen vielfache Widerstände nicht nur die medizinische Behandlung, sondern auch das Verständnis von der Situation querschnittgelähmter. Ludwig Gutmann führte den Sport in die Rehabilitation Querschnittgelähmter ein, nachdem er erkannte, dass sich die Patienten hierdurch trainieren und motivieren ließen. Anlässlich der in London stattfindenden Olympischen Spiele veranstaltete Gutmann am Stoke Mandeville Hospital einen ersten Wettkampf im Bogenschießen. 16 kriegsversehrte Männer und Frauen nahmen daran teil. Aufgrund des Erfolges entschied man, die sogenannten Stoke Mandeville Games von nun an jährlich auszutragen. In diesem Jahr wird Stoke Mandeville zum nationalen Querschnittgelähmtenzentrum von England ernannt. Die von Ludwig Gutmann entwickelten Standards bei der Behandlung Querschnittgelähmter finden nun zunehmend auch international Beachtung. 1952 beteiligte sich erstmals eine ausländische Delegation aus den Niederlanden an den Stoke Mandeville Games. 130 Rollstuhlfahrer nehmen an den Wettkämpfen teil. Von nun an wachsen die Spiele immer weiter. In Rom werden die Stoke Mandeville Games erstmals wenige Wochen nach den Olympischen Sommerspielen im Gastgeberland ausgetragen. Das Teilnehmerfeld wird für alle Rollstuhlfahrer geöffnet, nachdem bei den bisherigen Spielen lediglich Kriegsveteranen zugelassen waren. Die Veranstaltung mit 400 Teilnehmern aus 23 Nationen gilt gemeinhin als Geburtsstunde der Paralympischen Spiele. Papst Johannes der 23. würdigte Sir Ludwig Gutmann als Pierre de Coubertin der Behinderten. Ludwig Gutmann erhielt hohe britische und internationale Auszeichnungen und wurde 1966 für seine Verdienste von Queen Elizabeth II. Zum Ritter geschlagen.
Nach den Spielen von 1964 in Tokio und 1968 in Tel Aviv fanden die Weltspiele der Gelähmten nun in Deutschland statt. Im Anschluss an die Olympiade in München wurden die Wettbewerbe für Rollstuhlfahrer in Heidelberg ausgetragen. 1980, im Alter von 80 Jahren, starb Ludwig Guttmann an den Folgen eines Herzinfarkts, den er 1979 erlitten hatte. According to Sir Ludwig Guttmann, who carried out the first spinal injury treatment at the hospital, paraplegics were outcast of society before he founded the Games. Medically speaking, how important are games like these to paraplegics? Very important. See, from both the physical and psychological point of view, but the most important is from the point of the social reintegration of the paralyzed into society. That these are the main three points of greatest importance for their returning to society as respected citizens. Seit 1988 finden die Sommerspiele immer am Olympiaort statt, die Winterspiele seit 1992. Offiziell heißen die Spiele nun Paralympics, zusammengesetzt aus dem griechischen Wort für Neben und Olympics. Die Zahl der Teilnehmer wächst bis heute kontinuierlich an, mit zuletzt über 4.300 Teilnehmern aus 164 Ländern in London. Sir Ludwig Guttmann setzte Standards bei der Behandlung Querschnittgelähmter, die bis heute Gültigkeit haben. Er gründete zahlreiche Fachgesellschaften, stand weltweit bei der Planung von Querschnittgelähmtenzentren beratend zur Seite, initiierte Forschungsprojekte und inspirierte eine ganze Generation, die an der Behandlung von Querschnittgelähmten beteiligt war.